Hier und jetzt der Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Podcast-Reihe Hier und jetzt Kolonialismus und Kolonialrassismus im Schulunterricht, in der rassismuskritische Bildungsarbeit zum Thema gemacht wird, in der wir uns aus unterschiedlichen Blickwinkeln damit beschäftigen, was alles hier zugehört und was das genau für die Behandlung der Themen Kolonialismus und Rassismus im Unterricht bedeutet. Mein Name ist Jule Böhnkost und ich freue mich heute mit Maximilian Lüttgens über das Thema Kolonialismus und Nationalsozialismus in der Gedenkstättenarbeit zu sprechen. Maximilian ist Historiker und arbeitet seit 2017 für die Bildungsabteilung der KZ-Gedenkstätte in Dachau. Zuvor hat Maximilian für die Fernsehsender Discovery Channel und Eurosport gearbeitet und ist nebenberuflich gelegentlich auch noch als Sportexperte und Kleindarsteller bei Fernseh- und Filmproduktionen tätig. Er hat in Konstanz Geschichte und Gender Studies studiert und sich dabei unter anderem mit Oral History, Geschlechterrollen im Sport, der deutschen Besatzungspolitik in Polen und der Kolonialzeit befasst. In Dachau ist Maximilian unter anderem für digitale Angebote, internationale Bildungskonferenzen und Zeitzeuginnengespräche zuständig und forscht auch über WiderstandskämpferInnen und die internationale Häftlingsgesellschaft in den Konzentrationslagern. Zum Einstieg, Maximilian, was machst du genau aktuell in deiner Arbeit? Was sind aktuell deine To-Dos oder auch aktuelle Projekte, an denen du arbeitest? Ja, erstmal vielen herzlichen Dank hier für die Einladung, für den Podcast und auch für die nette Vorstellung oder Begrüßung. Und ja, um direkt einzusteigen. Aktuell haben wir sehr viele Aufgaben, die sich hinsichtlich unseres Besucherservices drehen. Die Gedenkstätte Dachau hat ja zum Glück seit Sommer wieder relativ normal geöffnet. Das heißt, der Ort ist offen, es sind die meisten Gebäude auch geöffnet. Und wir können Bildungsangebote durchführen. Das heißt, wir können mit Schulklassen vor allem Rundgänge durchführen und auch mit internationalen Gästen, die jetzt auch wieder vermehrt natürlich kommen können, können wir Angebote durchführen. Und ja, wie überall auch, müssen wir natürlich die 3Gs zum Beispiel abfragen. Wir müssen natürlich gucken, ob die Besucher geimpft, getestet oder genesen sind. Es muss ein Hygienekonzept entwickelt werden. Und darum dreht sich natürlich ein Teil unseres Alltagsgeschäfts, wenn ich das jetzt mal so nennen darf. Und da ja im letzten Jahr oder im vergangenen Jahr besonders viele Schulklassen aus dem süddeutschen Raum nicht wie geplant kommen konnten, holen viele Schulklassen ihren Besuch jetzt in diesem Jahr nach. Das heißt, aus einigen Schulen kommt dann nicht wie sonst immer nur die 9. Klasse, sondern auch die 9. und 10. Klasse. Das heißt, es kommen fast noch mehr Schulklassen als vor Beginn der Pandemie. Also wir hatten jetzt vergangene Woche einen Tag, da waren 60 Schulklassen an einem Tag dort, über 2000 Besucher und Besucherinnen. Und ja, das ist natürlich eine Herausforderung. Das heißt, auch die Festangestellten der Bildungsabteilung müssen unsere angestellten Referierenden unterstützen bei den Angeboten, bei den Kontrollen. Ja, wir müssen erstmal schauen, dass wir die Nachfrage bedienen können. Darüber hinaus bin ich nach wie vor, du hast es ja auch schon eingangs erwähnt, an digitalen Projekten beschäftigt. Wir haben während der Corona-Pandemie den Fokus auf digitale Angebote gelegt oder auch legen müssen. Der Ort hatte ja geschlossen. Die Nachfrage war trotzdem da. Das heißt, wir haben viele Live-Rundgänge zu speziellen Themen über die Geschichte des KZ Dachau oder auch der Gedenkstätte auf Facebook übertragen. Wir haben exklusiv für Schulklassen Live-Rundgänge, die wir mit einem Smartphone gefilmt haben, angeboten. Und das führen wir auch weiter fort. Ja. Wir hatten jetzt vor 2 Wochen zum Beispiel eine Gruppe von Studierenden aus Taiwan, die einen Rundgang auf Englisch gebucht haben. Und da ist jetzt auch der Fokus gerade drauf, weil die deutschen Schulklassen kommen jetzt, können ja wieder an den Ort kommen, aber internationale Gruppen, die können ja auch, also auch abseits der Pandemie, schwer nach Dachau kommen. Aber das Interesse ist auch weltweit da, haben wir festgestellt, bei vielen jungen Leuten, gerade in der Schule oder im Studium. Und deswegen legen wir da den Fokus drauf, Angebote zu schaffen für internationale Jugendgruppen oder auch Studierende,
Genau, da arbeiten wir weiter dran. Wir sind auch gerade an neuen Seminarkonzepten dran. Themenrundgänge finden wieder statt, für die bin ich auch mitverantwortlich. Das heißt, es gibt Rundgänge für einige Spezialthemen, die in einem normalen Rundgang vielleicht keinen Platz finden. Ich möchte wieder eine internationale Vortragsreihe aufbauen. Wir haben während der Pandemie das erste Mal über Zoom mit Kollegen und Kolleginnen aus allen Teilen der Welt eigentlich eine Vortragsreihe entwickelt. Das waren Kolleginnen, die an anderen Gedenkorten weltweit arbeiten, zum Beispiel in Kambodscha oder Ruanda. Und dann mal nachgefragt, ja, wie läuft dort die Bildungsarbeit jetzt gerade im Zuge der Pandemie? Was werden dort für digitale Angebote entwickelt? Das war ein ganz guter Austausch, das wollen wir wieder machen. Und dann bin ich natürlich auch, wie meine anderen Kollegen auch, in der Ausbildung unserer neuen Guides beschäftigt. Wir haben aktuell 70 Angestellte, Referierende. Wir bilden aber weiter aus, wir bilden weiter fort. Und das ist natürlich auch ein Schwerpunkt. Und natürlich auch, das ist noch ganz erfreulich, weil es wahrscheinlich nicht mehr lange möglich sein wird. Ich organisiere auch Zeitzeuginnen-Gespräche mit den letzten Überlebenden, die es noch gibt aus Dachau. Wir haben jetzt gerade zwei Zeitzeugen. Einer, der wohnt in der Nähe von Berlin, der andere wohnt eigentlich in Israel, besucht uns aber immer wieder in Dachau und mit denen arbeiten wir zusammen. Gerade der Abner Ohr, der jetzt immer nach Dachau noch kommt aus Israel, der fährt an Schulen, besucht Schulen und erzählt dort seine Geschichte. Und das ist sehr eindrucksvoll. Wir unterstützen ihn dabei, organisieren das. Und mit Peter Gardosch, der in der Nähe von Berlin wohnt, machen wir jetzt auch demnächst Online-Zeitzeugengespräche. Also das ist noch ein weiterer wichtiger Aspekt, der auch natürlich noch ganz schön ist. Also schön, dass es noch funktioniert. Genau. Also ein sehr diverses Angebot hier an Bildungs, auch Formaten, das die Bildungsabteilung macht jetzt durch die Digitalisierung noch umso mehr. Du sprachst auch schon von verschiedenen BesucherInnengruppen, auch internationalen Besucher in Gruppen Schulklassen, die zu euch kommen. Vielleicht magst du uns hier noch ein bisschen von dazu zu der Zusammenarbeit mit Schulklassen erzählen. Wie läuft denn das in der Regel oder klassischerweise ab und welche sind die Vor- oder Formate, die es hier für SchülerInnengruppen gibt oder die klassischerweise wahrgenommen werden? Ja, wie du richtig sagst, die Besucherinnenschaft der Gedenkstätte ist sehr divers. Also es kommen Leute aus allen Teilen der Welt, jeden Alters nach Dachau. Aber natürlich, und das fällt dann auch auf, wenn man den Ort besucht, der Großteil der Interessierten, die kommen, sind dann doch Schülerinnen, ja. Natürlich besonders aus Deutschland, besonders aus dem süddeutschen Raum. Es ist dann auch im Lehrplan in Baden-Württemberg und Bayern verankert, dass es einen Besuch in der 9. Klasse gibt. Also das heißt sozusagen, die Gruppen, die am meisten kommen, sind Schulen aus dem süddeutschen Raum, in der 9. Klasse, die 9. Jahrgangsstufe. Jetzt haben wir aktuell gerade sehr viele 13. Klassen auch, die auf Studienfahrten in München sind, dann teilweise auch aus Norddeutschland oder Ostdeutschland. Aber ja, insgesamt kann man sagen, überwiegend sind es Schulklassen. Und das ist natürlich so, mit vielen Schulklassen sind wir seit Jahren ja eh schon in Kontakt. Wenn die immer traditionell mit der 9. Klasse kommen, da kennen wir viele Schulen schon. Manche Lehrer kennt man natürlich dann auch schon. Aber das läuft dann so ab, dass die Schulklassen immer bei uns eine Buchungsanfrage stellen für einen bestimmten Zeitraum. In der Regel klappt das dann auch und dann teilen wir dann den Schulklassen die Guides zu. Wenn wir das Angebot nicht decken können, was aktuell gerade der Fall ist, weil so viele Gruppen kommen, ich habe es ja eben erwähnt, 60 an einem Tag neulich, dann haben wir abgeordnete Lehrer auch, die uns unterstützen oder verschiedene Vereine in Dachau, wo es auch Guides gibt. Es gibt auch noch kommerzielle Guides in der Stadt München, die uns unterstützen. Also das ist die Nachfrage ist erfreulicherweise da und auch sehr hoch und jetzt auch gerade nach der Pandemie sehr hoch. Und aber darüber hinaus gibt es auch ja, Kooperationen natürlich. Wir sind auch gerade dabei, einige Formate jetzt neu auch zu entwickeln. Es gibt ein Projekt oder es ist gerade ein Projekt am Entstehen für Bundeswehrgruppen. Also auch die Bundeswehr kommt sehr oft nach Dachau im Zuge der Ausbildung auf Polizeigruppen. Da wollen wir auch was entstehen lassen, weil es uns, denke ich, sehr wichtig, dort auch Angebote zu schaffen. Für die Leute, die dort ihren Dienst antreten. Dann bin ich gerade mit zwei Kolleginnen dabei, ein digitales Seminarformat zu entwickeln für Jugendfußballmannschaften. Wir sind da in der Kooperation mit einigen bekannten Vereinen aus Deutschland und entwickeln dort ein Format zum einen für Fangruppen.
Wenn halt ein Bundesliga-Verein in München zum Beispiel spielt, dann können da die Fangruppen auch nach Dachau kommen. Da entwickeln wir ein, oder auch die, auch natürlich die Jugendmannschaften, da entwickeln wir ein extra Format, was gezielt sich, was einen Bogen in die Gegenwart spannen soll. Da geht es dann auch um Rassismus in der Gegenwart, besonders dann im Fußball natürlich. Zum einen Rassismus oder Antisemitismus, den es immer noch im europäischen Fußball ja leider gibt. Auf der anderen Seite aber auch, was gibt es da für Projekte, die dagegen ansteuern und dagegen kämpfen. Und das besprechen wir und schlagen dann den Bogen. Dann aber auch zur Geschichte des KZ Dachau und thematisieren dort auch die Geschichte von Fußballern, die im KZ gefangen waren oder auch von Fußballspielen, die durchgeführt wurden. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Genau, haben wir ein Comic-Seminar entwickelt, was besonders für 9. Klassen angeboten wird. Wir sind aber insgesamt, muss man dazu sagen, noch nicht so ganz zufrieden, dass die meisten Schulklassen immer den normalen Rundgang buchen. Das heißt, der normale Rundgang ist 2,5 Stunden lang. Und in 12 Jahren KZ Dachau ist viel passiert und in 2,5 Stunden kriegt man nicht alles über. Und es ist vor allem dann auch schwierig, den Bogen in die Gegenwart zu spannen. Das ist was, was wir in Zukunft vermehrt auch machen wollen, dass wir den gegenwärtigen Rassismus und Antisemitismus unserer Gesellschaft thematisieren. Und da ist dann in einem 2,5-stündigen Rundgang oft nicht viel Platz. Deswegen legen wir den Schulklassen nahe, ein Halbtagesseminar oder Tagesseminar zu buchen. Wir haben jetzt auch extra ein Seminar zu den Gegenwartsbezügen entwickelt, ein Tagesseminar und hoffen, dass die Schulklassen in Zukunft vermehrt auch diese Formate buchen werden. Aber insgesamt ist die Zusammenarbeit mit den Schulklassen gut und die Nachfrage ist nach wie vor hoch. Aber wie gesagt, wir hoffen eben, dass bald auch eher längere Formate gebucht werden als nur ein normaler Rundgang. Den Bogen in die Gegenwart spannen. Damit ist ja ein ganz wichtiger Aspekt hier auch für die rassismuskritische Bildungsarbeit angesprochen. Was hat das Ganze mit mir heute und meiner Erfahrung zu tun? Und du sprachst gerade auch den Lehrplanbezug an, ja, zum Thema. In der Bildungsarbeit, auch in der schulischen Bildungsarbeit, werden die Verbindungslinien zwischen Kolonialismus und Nationalsozialismus, also auch hier die Kontinuitäten, ja immer noch leider kaum thematisiert. Und dabei waren ja auf dem Weg zum Dritten Reich koloniale Herrschaftspraxis und Ideologien ein ganz wichtiges Element. Gibt es denn Verbindungslinien zwischen Kolonialismus und Nationalsozialismus, die sich im Konzentrationslager Dachau zeigten? Ja, definitiv. Also man muss da vielleicht erstmal ein bisschen ausholen. Also der Nationalsozialismus war ja im Kern ein rassistisches Regime. Also die Ideologie fußte ja auf rassistischen Idealen. Also wenn man sich Hitlers Weltanschauung schon in den 20er Jahren oder zu Beginn der 20er Jahre anschaut, dann ist doch ist ganz klar, dass sein großes Ziel ja war, also ich meine, Hitler war ja fasziniert von sozialdarwinistischen oder auch eugenischen Theorien und Denkweisen. Und sein großes Ziel war ja, in Europa eine Gesellschaft zu fassen, in der eben ja, viele Menschen eben keinen Platz hatten. Ja? Und das hat er dann halt leider auf knallharte und brutale Weise ja auch durchgeführt. Und dann ist ja die Frage, wo kommt dieses Denken her? Ja? Warum war das überhaupt, war der Nationalsozialismus auch möglich? Warum sowas wie das KZ, warum war ein Konzentrationslager wie Dachau möglich? Und da muss man natürlich schon sehen, wo kommt dieser Rassismus oder Antisemitismus oder später auch der sogenannte Antibolschewismus, wo kommt das überhaupt her? Ja? Und da sieht man schon Verbindungslinien. Wenn man jetzt nach Dachau schaut oder sich das KZ Dachau als Beispiel nennt, muss man zunächst mal sagen, klar, die ersten Konzentrationslager, das erste Mal, dass dieses Wort Konzentrationslager fällt, das ist in der Kolonialzeit in Deutsch-Südöst, wie man es immer genannt hat, im heutigen Namibia, das eine deutsche Kolonie war, Anfang des letzten Jahrhunderts. Und dort werden erste Konzentrationslager errichtet für gefangene Hereros in den Herero-Kriegen. Und das findet ja im Prinzip, wie man jetzt mittlerweile ja auch anerkannt hat, der erste Genozid statt, der von Deutschland aus durchgeführt wird, der brutal war und viele Menschenleben gefordert hat. Und diese rassistische Denkweise, die es in den Kolonien gab, wobei ich hier auch noch mal ganz klar sagen würde, ich finde es noch schade, dass auch die Kolonialpolitik in den anderen Kolonien wie in Westafrika oder Ostafrika noch wenig untersucht wurde, ja. Da ist auch noch Bedarf. Aber jetzt, wenn man nur mal das Beispiel Namibia nimmt, diese Denkweise, die dann dort zu einem Verbrechen gegen die Menschheit geführt hat, die findet sich dann auch in den 20er Jahren oder auch im Ersten Weltkrieg wieder. Wenn wir in den 20er Jahren uns Völkerschauen anschauen, wenn wir uns Karikaturen anschauen, wenn wir anschauen, was in der Presse
geschrieben wird, gerade auch Thema Besetzung des Rheinlandes. Im Rheinland wurden ja von französischer Seite vor allem Soldaten aus den Kolonien eingesetzt. Man wollte Deutschland damals demütigen, die deutsche Bevölkerung. Und das hat dann zu einer massiven Propaganda geführt gegenüber schwarzen Kolonialsoldaten. Und diese Propaganda, da gibt es auch wenig Kritik. Die lebt dann bis in den Nationalsozialismus fort. Und in den Rassengesetzen wird auch diese Denkweise dann aufgegriffen. Also die Nürnberger Rassengesetze von 1935 sind ganz gezielt gegen jüdische Mitbürger, gegen schwarze Mitbürger, gegen Sinti und Roma. Und da sind klare Verbindungslinien zu der Kolonialzeit. Also diese rassistische Denkweise, die hat ihren Ursprung nicht im Nationalsozialismus, sondern in der Zeit davor. Ja, das sind Theorien, die gehen auf den Sozialdarwinismus zurück oder auf die Eugenik. Und die werden dann in knallharter Weise im Nationalsozialismus durchgeführt. Wenn wir uns dann schon die Sterilisation Ende der 30er Jahre anschauen, wo Menschen mit afrikanischen Wurzeln in Deutschland sterilisiert werden und dann später auch in Konzentrationslager gesperrt werden. Und dann, ja, letztendlich der Gipfel des Ganzen, oder die radikalste Form ist dann später auch der Holocaust. Da gibt es Verbindungslinien. Und wenn wir jetzt nur noch mal auf Dachau zurückschauen, da gibt es einige Beispiele, wo man Verbindungen, denke ich, herstellen kann. Das KZ Dachau wurde ja zunächst errichtet, um politische Gegner gefangen zu nehmen, zu terrorisieren und mundtot zu machen. Aber später hatte es auch die Funktion, Leute aus rassistischen Gründen gefangen zu nehmen und dann auch zu kategorisieren. Es gab in Dachau dieses, oder auch in anderen Konzentrationslager, dieses Winkelschema, wo Leute einen Winkel bekommen haben, der darauf hinweist, warum sie im KZ waren oder auch wo sie herkamen. Zum Beispiel haben Franzosen ein F bekommen, Leute aus der Sowjetunion ein R für Russe. Und so konnte die SS, aber auch die anderen Häftlinge sofort sehen, warum jemand hier war und wo er herkam. Und es gab da eine Kategorisierung. Also zum Beispiel standen in der Häftlingshierarchie politische deutsche Häftlinge weiter oben als zum Beispiel ein Homosexueller aus der Sowjetunion, ja. Da gab es, das ist das, also dieses Winkelschema fußt auf rassistischem Denken. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Täter schauen, das ist auch noch wichtig, man darf immer nicht vergessen, das KZ Dachau war ein, kann man sagen, eine Art Ausbildungsbetrieb für die SS. Man spricht auch von der Dachauer Schule, das heißt, die SS-Männer wurden in dem SS-Bereich in Dachau auf den Dienst später im Zweiten Weltkrieg ausgebildet. Also gerade die SS-Totenkopf-Division wurde in Dachau ausgebildet. 60% aller Kommandanten der großen Konzentrationslager wurden in Dachau ausgebildet. Und das war eine rassistische und antisemitische Ausbildung, die sie dort erlebt haben. Und die spiegelt sich dann später im Zweiten Weltkrieg dann auch wieder. Wenn wir uns zum Beispiel mal die Verbrechen gegen die Trisailleur-Senegalese im Westfeldzug anschauen, überwiegend von den SS-Totenkopf-Divisionen, aber auch von der Wehrmacht durchgeführt, dann sind das, ja, es sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Dort wurden Leute aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer Hautfarbe direkt ermordet. Ja, das ist auch ein Verbrechen, was in der deutschen Gesellschaft wenig bekannt ist, leider. Also die Hintergründe, also der Grund, warum diese Menschen dort direkt ermordet werden und nicht wie andere französische Kriegsgefangene zunächst mal in Gefangenschaft kommen, das ist der Grund ist ganz starker brutaler Rassismus und der fußt natürlich in der Kolonialzeit. Und die NS-Propaganda hat sich auch verschiedenen Stereotypen aus den 20er Jahren bedient und auch die Soldaten gezielt aufgeheizt, um auch möglichst brutal gegenüber schwarzen Soldaten im Westfeldzug vorzugehen. Und da ist die Verbindung eben nach Dachau, weil diese Totenkopfverbände wurden in Dachau ausgebildet, von der SS. Theodor Eicke zum Beispiel, zweiter Kommandant des KZ Dachau. Er war von Sommer 33 bis Sommer 34 Kommandant in Dachau, später auch verantwortlich für alle großen Konzentrationslager. Er führte diese SS-Totenkopfverbände auch im Westfeldzug und ist dann natürlich auch an den Verbrechen gegen die Trisailleur-Senegalese beteiligt. Also dort gibt es auch eine Verbindungslinie. Und wenn wir uns natürlich auch noch Franz Ritter von Epp anschauen, der jetzt nicht in Dachau stationiert war, aber später dann Reichsstatthalter in Bayern wird und in München lebt und deswegen auch oft in Dachau ist und mit Dachau zu tun hat. Er war auch bei den Herero-Kriegen 1904 beteiligt, weil er dort den Rang eines Hauptmanns hatte, ja, und dort auch an den Massakern beteiligt war. Also da gibt es auch eine Verbindungslinie. Deswegen gibt es dort genug Möglichkeiten, da auch Verbindungen herzustellen. Und man darf immer nicht vergessen, sowas wie ein Lager wie Dachau
oder auch die Nürnberger Rassengesetze, das wäre alles so einfach nicht möglich gewesen, wenn es dort schon in den Jahren oder Jahrzehnten davor eine Gesellschaft gegeben hätte, wo rassistische Denkmuster vorherrschten. Ganz offensichtlich. Und du sprachst eben gerade auch schon die unterschiedlichen Häftlingsgruppen an und dieses Winkelsystem, mit dem ja diese Gruppen gefasst werden sollten. Wie war das mit schwarzen Häftlingen? Gab es im Konzentrationslager Dachau schwarze Häftlinge und wenn ja, was ist über sie bekannt? Genau, da sind wir gerade noch am Anfang der Forschung. Da muss ich zum einen Thomas Wagner danken, ein Referent von uns, der jetzt sich in den letzten 2 Jahren wirklich sehr stark bemüht hat, sehr viel über genau diese Kategorie von Häftlingen herauszufinden. Wir haben eben vor 2 Jahren dann angefangen, dort stärker zu recherchieren, weil diese Frage auch öfters kam und uns das auch interessiert hat. Und wir sind der Frage nachgegangen, wenn es schwarze oder Leute gab, die aufgrund ihrer Hautfarbe vielleicht im KZ waren, also wenn es schwarze Häftlinge gab oder auch People of Color, warum waren die im KZ? Ja, war es aufgrund von Rassismus? Wurden sie gezielt verfolgt? Oder gab es vielleicht andere Gründe, warum sie in Dachau waren? Und dann mussten wir erstmal rausfinden, wie viele Leute es gab, ob es überhaupt welche gab. Und das ist zunächst nicht so einfach. Es ist zum Beispiel einfacher herauszufinden, ja, belgische Häftlinge zu finden. Zum Beispiel, das ist einfacher, weil die SS hat alle Häftlinge kategorisiert. Es gab sogenannte Schreibstundenkarten, da wurde alles erfasst. Aber es wurde nicht immer die Hautfarbe zum Beispiel erfasst, teilweise schon. Bei manchen wird dann noch, es gibt so einen sogenannten Rassevermerk und dann fällt das N-Wort zum Beispiel. Bei anderen aber nicht. Bei anderen, zum Beispiel, wir haben ein Beispiel eines Häftlings, der kam aus dem Tschad. Das war Josef Mestre, der wurde im Tschad geboren, ist dann später beruflich bedingt nach Frankreich ausgewandert, ist dann dort in den Widerstand gegangen und wird dann dort gefangen genommen und kommt in einem sogenannten Todeszug nach Dachau, überlebt den Todeszug und überlebt auch später Dachau in ein Außenlager. Aber er wird zum Beispiel als französischer Häftling erfasst. Ja? Das heißt, wir wussten zunächst mal, also wir wussten seinen Namen, wussten auch, dass er in Frankreich gelebt hat, aber nicht, dass er ursprünglich aus dem Tschad kam. Das haben wir dann durch Zufall erfahren, weil sich Angehörige von ihm, also ich glaube, seine Enkeltochter war das mal bei uns, gemeldet hat. Und er ist später ein bekannter Calypso-Musiker in Frankreich gewesen. Ja, also er hat den Krieg ja überlebt und war dann in den 50er, 60er Jahren noch recht erfolgreich als Musiker. Aber das haben wir zunächst gar nicht gewusst, dass er eben ein Schwarz war. Ja, und das haben wir dann später erst herausgefunden. Und was ich damit sagen will, es ist manchmal nicht einfach, weil die eigentliche Herkunft der Häftlinge nicht erfasst wurde. Es ist dann meist nur der Ort erfasst, wo sie gerade gelebt haben. Ja? Aber wir haben es insgesamt haben wir jetzt 12 schwarze Häftlinge ausfindig machen können. Es sind aber vermutlich weitaus mehr. Also, wir haben auch unterschiedliche Gründe herausfinden können, warum die Menschen hier waren. Wenn wir uns zum Beispiel Alfred Dominik Fahr anschauen, er war Chauffeur und stammte aus dem Rheinland. Sein Vater stammte aus dem Senegal, seine Mutter aus dem Rheinland. Und er war einer dieser sogenannten, von der SS-Propaganda als Rheinland-Bastard bezeichneten Menschen. Das heißt, diese Leute hat man ja gezielt und auch verfolgt in den 30er Jahren und sie dann auch sterilisiert. Und er war ein Opfer dieser Sterilisation und kam dann später und dann aufgrund von Rassismus dann ins KZ Dachau, weil er gezielt verfolgt wurde. Und man kann davon ausgehen, dass er auch in Dachau schlechter behandelt wurde als Häftlinge aus Deutschland oder Westeuropa. Ja, das Gleiche gilt für Heinrich Kerz, der marokkanische Vorfahren hatte. Auch er wurde sterilisiert. Also diese Sterilisation übrigens, die durch einen Führer, also einen Befehl Hitlers von 1937 ihren Beginn hatten, diesen Sterilisationen fallen auch etwa 456 bis 700 Kinder zum Opfer in Wiesbaden, Ludwigshafen und Koblenz vor allem. Ja. Und von diesen Kindern kommen dann später auch einige eben in Lager wie Dachau. Ein anderes Beispiel, wo sich dann auch nochmal der Rassismus im Lager zeigt, ist der Maurer Karl Bethmann. Er war Sohn eines schwarzen französischen Kolonialsoldaten und einer Rheinländerin. Und er wurde auch aufgrund seiner Hautfarbe ins KZ gebracht, relativ überraschend für ihn, weil er davor einen normalen Beruf auch als Maurer ausgeübt hat. Und er musste 27 Lager durchlaufen, kam dann am Ende auch nach Dachau und hat ein anderer Mithäftling hat berichtet, dass jeden Tag, bis auf sonntags, da hatte der SS-Mann frei, aber sonst kam jeden Tag ein SS-Mann zu ihm und hat seine Zigarette auf seinem Oberschenkel ausgedrückt. Ja, also da findet man brutalsten Rassismus dann auch in einem Lager wie Dachau wieder.
Dann gibt es aber andere Häftlinge, habe ich ja eben schon erwähnt, Joseph Mestre oder auch Jean Fosté, der aus dem Kongo stammt, aber in Belgien gelebt hat, die aufgrund von Widerstandstätigkeiten nach Dachau kommen. Also vermutlich dann nicht wegen ihrer Hautfarbe, sondern wegen ihrer Widerstandstätigkeiten. Da wissen wir jetzt nicht, ob sie aufgrund der Hautfarbe jetzt oder der Herkunft schlechter behandelt wurden. Aber es ist vielleicht davon auszugehen. Und wenn man jetzt nochmal auf People of Color zu sprechen kommt, also wir hatten auch sehr viele, oder es gab in Dachau sehr viele Häftlinge aus Asien auch, oder die aus Asien stammten, wie du vielleicht auch mal mitbekommen hast, es gab in Hamburg diese Chinesenaktion, wo Chinesen gezielt verfolgt wurden aufgrund ihrer Herkunft und dann auch in Konzentrationslager gebracht wurden. Und da gab es auch Häftlinge, die nach Dachau kamen und dann teilweise auch natürlich ja, aufgrund von Rassismus brutaler behandelt worden. Genau, das heißt, wie gesagt, es gibt, wir wissen, jetzt nochmal auf schwarze Häftlinge zurückzukommen, von 12 Häftlingen, die hier waren. Aber wir sind dann noch am Beginn der Forschung. Ich gehe auch davon aus, dass vielleicht der eine oder andere Trisalieu Senegalais auch in Dachau gelandet ist, aber eben als französischer Gefangener dann eben klassifiziert wurde. Genau, und wenn man jetzt auf die Winkel nochmal zu sprechen kommt, schwarze Häftlinge haben unterschiedliche Winkelfarben bekommen. Die Leute, die im Widerstand waren, haben in der Regel einen roten Winkel bekommen für einen politischen Gegner. Und Leute jetzt zum Beispiel, oder Menschen wie jetzt zum Beispiel Alfred Dominik Farr, die vorher schon sterilisiert wurden, die aufgrund von rassistischen Ideologie nach Dachau kamen, die haben den schwarzen Winkel bekommen für sogenannte Asoziale. Und die Leute mit dem schwarzen Winkel waren genauso wie Homosexuelle oder auch Juden an der untersten Stelle des KZ-Systems. Und ich finde das sehr vielsagend, auch welche Aussagen, Aufgaben sich jetzt daraus ja auch für uns ergeben und auch für die Bildungsarbeit. Du sagtest mehrmals eben, und wir sind hier noch am Anfang auch der Forschung und die Beispiele, die auch du nanntest, dass teilweise ja auch Positionierungen im Hinblick auf Rassismus von Häftlingen gar nicht bekannt war und das jetzt erst wirklich durch die Forschung sich aufzeigt. Welche Rolle, wie würdest du das formulieren oder sagen, spielt eine in der KZ-Gedenkstätte Dachau in der Bildungsarbeit eine postkoloniale Perspektive? Eigentlich ist es dann ja ganz offensichtlich, dass es hier ein großer Stellenwert zukommt und fest etabliert werden muss. Ja, definitiv. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Aber genau, etabliert werden muss. Also wir sind da, wie gesagt, erst im Beginn. Es könnte sich mehr tun. Wir könnten auch noch mehr machen. Also wir haben in Dachau in unserer Dauererstellung einen Raum, der sich mit der Zeit vor 1933 befasst, also mit der Weimarer Republik, mit dem Zusammenbruch der Demokratie und dann auch wie die Nationalsozialisten die Demokratie sukzessive ausgehöhlt haben. Und da geht es auf wenigen Tafeln auch um den sozialdarwinistische Theorien und auch um die Kolonialzeit und auch es werden einige rassistische Postkarten auch gezeigt, um zu sehen, okay, wo kommt dieser Rassismus eigentlich her? Der dann ja auch im KZ auf brutalste Weise gesteigert wird. Aber das ist noch viel zu wenig. Also das sind dann zwei Tafeln. Und dann, klar, taucht Rassismus immer wieder auch in der Ausstellung auf, dann auch vor allem gegenüber Gefangenen aus Osteuropa oder natürlich auch den Juden dann. Aber es ist gerade in diese Zeit vor 1933 wird noch viel zu wenig thematisiert. In den Rundgängen ist es so, bei 2,5-stündigen Formaten ist natürlich nicht viel Zeit, jetzt auch lange über die Zeit vor 33 zu sprechen. Aber gerade wenn natürlich Fragen von Schülern auch kommen, oder dann sollte man natürlich dort auch drauf eingehen. Aber wie ich schon sagte eingangs, wir wünschen uns, dass mehr längere Formate gebucht werden, wo man auch dann gerade dieses Thema auch noch breiter besprechen kann. Aber es gibt ja, wie ich schon erwähnte, genug Ansätze, auch gerade wenn man über das Thema Täter spricht, auch über die Intention der Täter, ja, über die Ausbildung gezielt hin auf einen rassistischen Krieg. Ich habe ja das Beispiel gerade Westfeldzug genannt. Ja, da wird dieser Rassismus, der dann noch aus der Kolonialzeit stammt und da dann nochmal gesteigert wird, der wird da ganz deutlich. Und da ist die Verbindung für Dachau da. Also gerade bei dem Thema Täterschaft könnte man ganz gut die Verbindung setzen. Und da könnte man dann auch gerade in einem Halb- oder Tagesseminar, was wir jetzt auch versuchen mit einigen Angeboten, auch stärker aufzeigen, okay, wenn wir uns diese Propaganda anschauen, wenn wir uns die Hetzreden von Goebbels auch gegenüber schwarzen Soldaten anschauen, ne? Also wenn man sich das auch teilweise durchliest, das ist wirklich fürchterlich. Das ist purer Rassismus. Das ist wirklich, ich habe jetzt im Eingangs vor dem Interview noch mal ein, zwei
Zitate da auch durchgelesen. Das ist wirklich nicht einfach auch zu lesen. Und wenn wir uns solche Sätze anschauen oder dann auch die Plakate aus den 20er Jahren anschauen, da sehen wir dann auch Parallelen in die Gegenwart. Wenn wir uns heute, ich möchte jetzt da die nicht genau nennen, bei wem, aber wenn wir uns einige Wahlplakate anschauen oder wenn wir uns einige Hetzbilder auch von rechtsextremen Parteien oder Gruppierungen anschauen, da gibt es da Parallelen. Und das ist wichtig, gerade auch für jungen Leuten zu zeigen, okay, schaut her, wo kommt eigentlich der Rassismus, den es heute gibt, wo kommt der eigentlich her? Ja, da gibt es Verbindung zum Nationalsozialismus, aber auch zu der Kolonialzeit. Und das ist, denke ich, wichtig. Und da sollte man auch gerade heute auch in der Bildungsarbeit in Dachau auch stärker, denke ich, den Fokus noch drauflegen, weil wir dürfen immer nicht vergessen, für die Schülerinnen ist diese Zeit 33 bis 45 inzwischen sehr lange weg. Also als ich noch in dem Alter war und in den Schulgang bin, da hatte ich noch direkte Verbindung durch meine Großeltern, die in der Zeit noch gelebt haben. Da war das noch ein Stück weit näher dran, aber mittlerweile ist diese Zeit für junge Leute schon sehr weit weg. Es gibt nicht mehr diese direkten Verbindungen auch in der Familie. Und da muss man auch den Leuten immer wieder zeigen, okay, warum ist es relevant, um sich heute noch mit Dachau zu befassen oder mit der Kolonialzeit. Und da muss man auch die Verbindung in die Gegenwart setzen. Und da sollten wir uns natürlich auch unsere Seminare stärker drauf fokussieren. Ja, wir sind jetzt auch dabei in Dachau, da eben auch dieses Thema stärker in den Fokus zu setzen. Ich habe gerade Thomas Wagner erwähnt, den Kollegen von mir, der sich da sehr stark drauf fokussiert hat, auch einen extra Themenrundgang entwickelt hat, den wir auch online übertragen haben. Und ich bin auch mit ihm dabei, noch da eine Schrift noch herauszugeben oder vielleicht auch irgendwann mal ein Buch, das dieses Thema thematisiert, um auch gerade auch die Männer, die Menschen, die ich jetzt eben erwähnt habe, die schwarzen Häftlinge, auch mehr in den Fokus zu rücken, dass die Leute wissen, die gab es auch. Ja, also viele Leute wissen ja gar nichts drüber. Und das ist ein neues Ziel. Und natürlich, was wir natürlich auch machen, abseits unserer Schüler, wir müssen natürlich unsere Guides auch permanent in diesem Thema schulen, also mit rassismuskritischem Denken und so weiter. Ja. Das ist natürlich auch eine wichtige Aufgabe, die ja in der Zukunft natürlich für uns zu bewerkstelligen ist. Ja. Und du hast damit schon einige Beispiele auch genannt, wie das konkreter aussehen kann, wenn ich jetzt sage als Lehrkraft, das will ich auch machen. Ich will sowohl die Verbindungslinien von Kolonialismus und Nationalsozialismus behandeln, als auch einen Gegenwartsbezug schaffen, unterschiedliche Bildungsprojekte, die ihr habt, an denen ihr arbeitet. Hast du vielleicht noch einen konkreten Impuls, wo du sagst, das kann ich mit oder möchte ich euch mitgeben? Schaut hier mal hin, du sprachst von verschiedenen Biografien, die sich hier anbieten, Arbeit mit Biografien. Ist ja auch immer ein schöner Ansatz, was sowohl TäterInnen hier angesprochen, als auch die Seite der Häftlingen. Gibt es hier vielleicht eine Person oder eine andere Idee, die du hast als Tipp für PädagogInnen der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit? Ja, also erstmal ist es, also was mich immer wieder ein Stück weit erschreckt, ist, wenn ich mit LehrerInnen über den Lehrplan spreche und auch über das Thema Konzentrationslager oder noch Kolonialzeit. Und ich höre dann, ja, wir haben wenig Zeit im Lehrplan und können das Thema kaum verankern und müssen da sehen, dass wir da irgendwie in 2 Wochen durchkommen. Und deswegen kommen wir jetzt auch nach Dachau, damit wir das schnell mal abhandeln. Aber das ist dann doch immer sehr schade, finde ich. Und das höre ich oft auch von Gymnasialklassen. Klar, die müssen viele Themen unterbringen. Aber ich habe öfter schon gerade Mittelschulen gehabt, die dann teilweise auch mehr wussten zu dem Thema als Schüler vom Gymnasium, weil die Lehrer sich dann einfach die Zeit genommen haben und gesagt haben, okay, dieses Thema Nationalsozialismus oder auch Kolonialzeit, Rassismus damals und heute, das ist eben verdammt wichtig, das muss thematisiert werden. Und deswegen ist es immer auch, liegt es ein Stück weit auch an der Lehrperson, da auch Raum zu schaffen für dieses Thema. Das ist verdammt wichtig. Also es kann nicht sein, dass ich höre auch immer wieder von Schülerinnen zum Beispiel, dass das Thema Krieg gegen die Sowjetunion, in dem sehr zig rassistische Verbrechen passiert sind, dass dieses Thema kaum thematisiert wird, weil da keine Zeit ist. Also klar, der Holocaust kommt ja glücklicherweise relativ breit vor, aber die Verbrechen in der Sowjetunion werden wenig thematisiert und sowas, was ich jetzt eben erwähnt habe, wie zum Beispiel die Verbrechen im Westfeldzug, der überwiegend immer noch so als ein sauberer Krieg gilt, leider im kollektiven Gedächtnis, dass dort auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen wurden gegenüber schwarzen Soldaten. Das wird ja kaum thematisiert und schon gar nicht in der Schule.
Und das kann eigentlich nicht sein, dass da kein Raum für ist und auch wenig über die Kolonialzeit gesprochen wird, dass da viele Schüler gar nichts darüber wissen. Das ist eigentlich erschreckend. Und da muss mehr Zeit freigeschaufelt werden, vielleicht auch in anderen Fächern, ne? Sozialkunde oder auch vielleicht auch Politik, ne? Wäre jetzt gerade ein guter Aufhänger. Es gab ja gerade auch die Debatte wegen den Zahlungen, die Bundesregierung an Namibia jetzt leisten möchte. Da gibt es ja auch Diskussionen. Es gibt ja viele Menschen in Namibia, die da auch nicht sehr zufrieden mit sind, weil mit den Nachfahren der Hereros auch gar nicht gesprochen wurde und so weiter. Und das ist ja eigentlich ein schöner Aufhänger, zum Beispiel für das Fach Politik, um auch über die Vergangenheit zu sprechen. Ja? Worüber wird da gerade diskutiert? Warum wird da diskutiert? Ja? Wo ist da die Kontroverse und so weiter? Also da muss mehr Raum geschaffen werden für dieses Thema, vielleicht auch für die Verbindungslinien und generell für das Thema Rassismus, gegenwärtiger Rassismus, Rassismus damals, wo sind die Verbindungen? Ja, wenn wir uns die Wahlwerbung von der DNVP von 1924 anschauen, mit dem Slogan, das sind unsere Herren, wo dann ein Schwarzer, ein Russe und ein Jude aufgemalt werden. Und solche Plakate, die kann man mal ganz gut besprechen und thematisieren und dann auch mal mit gegenwärtigen rassistischen Hetzbildern vergleichen. Ja, und da gibt es Parallelen und die sollte man eben den Schülern auch zeigen, damit sie da eben auch vorsichtig sind. Und wenn wir jetzt ein Beispiel nochmal nehmen wollen, zum Beispiel Martin Dibobe, der aus Kamerun stammte, der bietet sich an, der in den 20er Jahren in Deutschland gelebt hat und sehr dafür gekämpft hat, hier als deutscher Bürger auch anerkannt zu werden, dann aber nur einen Fremdenpass bekommen hat. Also das war damals in der Weimarer Republik auch üblich, dann später in den Nationalsozialismus auch, dass man Leute, die eben nicht nur einen deutschen Hintergrund hatte, einfach mit so einem Fremdenpass abgestempelt hat und sie keine deutsche Staatsbürgerschaft erhalten konnten. Das sind teilweise sehr dramatische und traurige Geschichten. Und wenn man sieht, wie die Menschen damals wirklich versucht haben, alles zu tun, um hier dann eben auch als Staatsbürger anerkannt zu werden. Einige Beispiele habe ich hier eben auch im Zug auf Dachau genannt, aber dann letztendlich dann doch gescheitert sind und dann teilweise auch ermordet wurden oder in Konzentrationslager kamen. Das sind schon sehr bewegende und traurige Geschichten und das ist auch wichtig, das aufzuzeigen, um auch zu zeigen, klar, es hat auch damals schon in den 30er, 40er Jahren hat es auch Schwarze in Deutschland gegeben oder auch Leute, die aus Asien stammten. Wie ist es den Leuten damals ergangen, ja? Das ist wichtig, das zu thematisieren, dass die Leute auch wissen, die Menschen waren da, die hat es damals gegeben und ja, die hatten viele Probleme, die es heute immer noch gibt. Ja. Dann muss man auch sich auch nochmal vielleicht genau mit Hitlers Vorstellung befassen. Also wenn man sich seine Ideen der Weltverschwörung anschaut, das sind dann teilweise Theorien, die tauchen heute bei Verschwörungstheoretikern auch immer wieder auf. Das sind schon Sachen, die man thematisieren sollte. Und wie ich schon eingangs sagte, es muss dafür Raum im Schulunterricht geschaffen werden. Ja. Absolut, ja. Und das braucht einfach Zeit und genau diesen Raum. Und dann ist es so, für diese Inhalte, dass wir sie einbeziehen, dass sie vorkommen. Und dann ist es ja so, dass aber die Inhalte oder sogar die Inhalte alleine dann ja auch nicht sozusagen der einfache Weg sind. Am Ende kriegen wir die rassismuskritische Haltung raus. Du sprachst von der notwendigen Sensibilisierung hier auch der Bildungsarbeitenden, der Guides im euren Fall. Da gehört noch einiges mehr dazu, diese Vielschichtigkeit auch dann für den gelingenden Lernprozess. Was möchtest du Pädagoginnen zum Abschluss, Maximilian, noch mitgeben, die sagen, ich möchte jetzt auch in meinem Unterricht diesen Rassismus kritisch gestalten und vielleicht auch in dem Zuge einen Besuch in einer KZ-Gedenkstätte machen. Hast du noch einen Tipp zum Abschluss? Ja, natürlich. Also zum einen ist es erstmal wichtig, deswegen sprach ich das auch gerade an, mit der Schulung unserer Guides, dass man selber auch immer wieder bei solchen Trainings mal teilnimmt. Also man denkt ja vielleicht immer, okay, man selbst ist nicht, ist Rassismus frei und so weiter und es ist ja immer so ein bisschen bequem, das vielleicht auch zu sagen und zu denken, aber man sollte vielleicht auch nochmal sein eigenes Denken und Handeln vielleicht mal auf den Prüfstand stellen, solche Workshops auch besuchen, wo es um rassismuskritisches Denken geht und so weiter, sich auch selber mal wieder fortbilden und dann vor allem auch natürlich schauen, okay, wie kann ich das Ganze natürlich in meinem Unterricht unterbringen oder auch, wie kann ich das gut mit einem Besuch in der Gedenkstätte verknüpfen, ja, was muss ich da für gewisse Vorarbeit leisten oder auch Nacharbeit. Und ja, Stichwort Zeit, ich kann das nur immer wieder sagen, die meisten Schulklassen sagen dann, okay, wir haben nur 2,5 Stunden Zeit, mehr ist nicht drin, wir müssen dann auch wieder zurückfahren und so weiter. Oder das ist sonst auch zu lang, aber das sehe ich nicht so. Also ein Thema wie
wie das KZ Dachau, das kann man eigentlich nicht in 2,5 Stunden gut behandeln. Also da fällt dann vieles unter den Tisch weg. Genau das Thema, was wir jetzt thematisiert haben, das kommt dann zu kurz oft. Und da braucht es eben mehr Zeit. Da braucht es ein Halbtages- oder Tagesseminar und eigentlich auch noch eine Nachbereitung im Unterricht. Und dann auch, dann muss der Bogen in die Gegenwart gezogen werden. Also es muss immer wieder geschaut werden, okay, warum beschäftigen wir uns jetzt noch mit dem Nationalsozialismus? Ja, warum ist das für uns heute wichtig? Weil man darf immer nicht vergessen, es ist damals passiert. Es hat nach dem Holocaust und auch davor auch andere Verbrechen in die Menschlichkeit gegeben. Also sowas kann immer wieder passieren und ist auch schon in einzelnen Fällen zum Teil ähnlich passiert. Und da muss man eben die Schüler ja wachsam machen, ja, auch schauen, dass sie eben die Demokratie verteidigen. Und ja, und gerade solche Besuche an solchen Orten wie Dachau. Also ich bin gegen Pflichtbesuche an Gedenkstätten, aber ich finde es trotzdem gut, wenn man sowas macht, wenn man so einen Ort besucht oder auch ein Museum besucht oder auch noch, es ist ja möglich, ein Zeitzeugengespräch besucht oder vielleicht auch in einigen Jahren von Zeitzeugengespräche besucht, um halt auch eben ja, ein Momentum zu schaffen, wo die Schüler ein Erlebnis haben, wo sie sich noch lange daran erinnern. Also ich spreche oft auch mit Erwachsenen, die mal vor 20 Jahren als Schüler in Dachau waren und dann immer wieder sagen, okay, das hat mich so beschäftigt, ich denke da auch heute dran zurück. Und das kann genauso bei einem Schüleraustausch der Fall sein, wo man sich auch mit dem Thema Rassismus befasst. Das kann bei einem Gedenkstättenbesuch sein oder auch bei einem Zeitzeugengespräch. Gerade unser Zeitzeuge Abana Ohr, der jetzt 93 ist, ich begleite ihn ja bei einigen Gesprächen, der betont da immer wieder, wie wichtig es ist, eben aktuell auch noch gegen Rassismus zu kämpfen, dass wir alle Menschen gleich sind, etc. Und das ist dann auch immer für die Schüler immer bewegend, sowas zu hören von einem Menschen, der selber den Holocaust überlebt hat und dann eben heute im hohen Alter auch immer noch gegen Rassismus, Antisemitismus kämpft. Viele Möglichkeiten, ganz klar, die wir hier haben. Ja, aber Und es ist immer auch wirklich, es liegt an den Lehrpersonen selbst. Also wenn mir das Thema wichtig ist, dann schaffe ich auch irgendwo, dann schaue ich auch irgendwo, dass ich die Zeit finde. Und ich habe den Eindruck immer auch bei den Schülerinnen, dass da auch wirklich auch Interesse an diesem Thema da ist. Also ich habe oft auch Schulklassen, wo die Schülerinnen sagen, es war unser Wunsch, nach Dachau zu kommen. Ja? Also da ist auch, ich denke auch in der Freizeit ist da Interesse da, sich auch mal mit so einem Thema zu befassen. Ne? Deswegen habe ich ja eben auch gesagt, wir gehen ja auch an Fußballvereine oder Sportvereine ran. Oder auch Jugendgruppen. Also das muss auch im Hobby vielleicht mal thematisiert werden. Dort gibt es auch Rassismus oder Antisemitismus. Ja? Und da muss man auch die Leute für sensibilisieren. Und ich denke, von der Seite der jungen Leute ist das Interesse da. Aber es muss eben dann auch der Raum dafür geschaffen werden, sich damit zu befassen. absolut. Maximilian, ich danke dir ganz herzlich für diese Einblicke in deine Arbeit aus postkolonialer Perspektive und vor allen Dingen auch für die wertvollen Tipps für Pädagoginnen, wie Kolonialismus und Nationalsozialismus am Beispiel der Gedenkstättenarbeit zusammengedacht werden können und auch grundsätzlich sollten. Vielen Ja, Dank. ich bedanke mich auch. Es war sehr spannend und ja, ich wünsche euch noch viel Erfolg mit eurer Arbeit und auch mit dem Podcast natürlich. Genau. Dankeschön. Der Podcast Hier und Jetzt wurde im Rahmen des Projekts Hier und Jetzt rassismuskritische Bildungsarbeit intersektional gedacht aufgenommen. Redaktionell betreut wurde er von Josephine Apraku und Jule Bönkost. Gefördert wurden der Podcast wie auch das Jahresprojekt durch Engagement Global mit den Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Wir bedanken uns für die Unterstützung der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Und natürlich bei euch, den Zuhörenden.